Das sind die aktuellen Bedingungen. Wir wissen alle noch nicht, was in 2 Wochen ist. Weil natürlich eins, Corona hat uns doch fest im Griff. Das muss man ja ganz klar feststellen. Und deshalb gilt es in erster Linie daran zu denken, dass möglichst wenige Menschen daran erkranken. Und solange wir oder jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten kann, sollte er es tun. Und da gehören wir natürlich als Fußballer auch dazu. Dass wir spielen wollen, so schnell wie möglich, das ist ja ganz klar, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir richten uns jetzt mal darauf ein, dass wir dann Anfang Dezember wieder ins Spielen kommen. Und zunächst werden wir uns weiterhin auf den Trainingsplatz hier bemühen, unsere Verfassung zu halten oder auszubauen. Darüber sind wir ja schon sehr glücklich, dass das überhaupt möglich ist. Wir müssen uns jetzt nicht darauf fokussieren, sondern wir haben Gelegenheit, bestimmte Dinge zu trainieren, was wir ausführlicher tun können, als vielleicht, wenn wir voll im Meisterschaftsmodus stehen. Und wir müssen jetzt keine große Spannung hochhalten, denn die brauchen wir ja, diese absolute Spannung, wenn es wieder weitergeht. Also es geht hier einfach Alltagsdinge im Fußball, die uns beschäftigen, wo wir uns verbessern wollen, hier zu üben. Und dann, wenn es soweit kommt, die Spannung richtig hochzuschrauben, um voll da zu sein. Ich kann die jetzt im Moment nicht absolut erklären. Und irgendwann wird die Saison weitergehen oder auch nicht. Und ich sehe eher die Gefahr, dass wir im Januar nicht viel weiter sein können, als wir es gegenwärtig sind. Denn bisher deutet ja nichts darauf hin, dass die Pandemie in den Griff zu bekommen ist. Und wir wissen nicht, ob wir im Januar oder im Februar überhaupt weiterspielen können. Das sind ja alles aktuelle Informationen. Und natürlich spielen die Zuschauer eine Rolle, wenn die natürlich nicht in die Stadien dürfen. Ist das insbesondere für viele Vereine, die über diese Einnahmen sich also sehr wichtig sind, sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, warum jetzt diese Vereine dagegen sind, gegen einen Restart, das müssen sie da selber fragen. Na, das ist ja jetzt auch zum Ausdruck gekommen. Ich glaube, auch BRK hat sich dazu geäußert zur Gleichbehandlung aller Vereine. Und das ist ja das, was wir schon vor Wochen gefordert haben. Denn wir waren davon unter anderem mit betroffen, dass es keine Gleichbehandlung gab. Wir haben also viele, viele Dinge gemacht, die bei anderen Vereinen dann nicht gefordert wurden. Und natürlich ist es immer gut, wenn die Möglichkeit besteht, und sicherlich auch die Notwendigkeit, dass auch wir als Regionalligisten zum Testen müssen, wenn wir uns solchen Dingen auseinandersetzen wie den Spielbetrieb. Und da gilt es aber dann, die Finanzierung zu klären. Wir haben das ja auch damals alleine getragen. Die Mannschaft selber hat mitgeholfen, hat sich also mit einer Eigenbeteiligung zur Verfügung gestellt, dass wir diese Tests machen können, die wir gemacht haben. Aber das lässt sich natürlich von einem Regionalligisten auf keinen Fall stemmen. Und deshalb, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das zu unterstützen, ist sie natürlich notwendig, auch dass jeder dort sicherer ist. Auch dazu könnte ich mich jetzt äußern. Ich sagte ja schon, wir wissen nicht, was im Januar ist. Wir wissen nicht mal, was in 2 Wochen ist. Also wir sind jetzt erstmal, oder ich gehe mal jetzt davon aus, dass am 25. dort neue Dinge festgelegt werden. Dann sehen wir etwas weiter. Was ich natürlich absolut hoffe, dass wir es schaffen, diese ganze Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen, dass wir dann die Saison zu Ende spielen können mit vollen Programmen. Dass das ein Härteprogramm werden würde dann im kommenden Jahr, darüber sind sich alle einig. Aber nochmal, wir können reden über Fußball, das ist schön. Wichtig bleibt, dass alle Menschen gesund sind oder gesund werden. Das ist das Allerwichtigste. Wenn die Saison zu Ende gespielt wird mit allen Begegnungen, dann sind 8 Punkte, wie ich finde, jetzt nicht viel. Ein hartes Brett, keine Frage, aber zunächst mal muss man ja auch anerkennen, was Viktoria bisher geleistet hat. Das ist ja bestritten, sie haben 11 Spiele gewonnen und 11 Spiele absolviert. Das ist absolute Klasse, da gibt es keine Frage.
Aber auch wir sind bisher mit unserem Saisonverlauf nicht unzufrieden. Wir haben angeknüpft an die vergangene Saison, das war eines unserer Ziele. Und sollte die Saison weitergehen, dann werden wir, solange es geht, natürlich Viktoria im Schatten bleiben. Bei uns gibt es in der Winterpause nichts zu planen, außer dass wir uns auf die Rückrunde oder auch was auch immer vorbereiten. Nein, wir haben unser Kader ist gut. Wir haben eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Und bei uns wird der eine oder andere Verletzte wieder dazukommen, der jetzt verletzt ausgefallen ist. Also da ist überhaupt nichts geplant. Gute Frage, die kann ich leider nicht beantworten. Was ich Ihnen beantworten kann, dass wir, solange wir die Möglichkeit bekommen, alles dafür tun werden.